Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. In der letzten Folge wollte ich der alten Dolores helfen, damit sie wieder in ihr altes Anwesen, in welchem wir uns gerade hier befinden, einziehen kann. Wir haben ein paar Erscheinungen vernichtet, welche hier so kreuz und quer und im Weg standen. Und wir haben herausgefunden, dass ihr Bruder tot ist, da ihr Geliebter, wegen dem sie ihren Bruder verlassen hat, also wegen dem sie das Anwesen verlassen hat, ihren Bruder umgebracht hat. Und ich bin mal gespannt, was wir dann für Dialogoptionen haben und was wir ihr davon erzählen und was nicht. Das muss ich mal noch schauen. Hier hat mal jemand gewohnt. Dolores. Dolores. Untersuchen. Hier ist was. Eine Truhe. Versteckt. Warum rutscht die davon? 100 Florin. Florien. Ach, das ist quasi meine Belohnung jetzt hier gewesen. Na gut. Das ist das, wovon sie erzählt hat. Ihr versteckter Schatz. Smaragdstaub. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier alles in dem Anwesen erledigt. Und dann können wir zurück zu Dolores gehen und ihr erzählen, was hier so Phase ist. Oder gehe ich erstmal hier noch Richtung Süden in diese Stadt und gucke mir das Anschlagbrett an, wenn wir einmal schon hier sind. Das werde ich wahrscheinlich das eher machen. Plätze, komm her. Plätze, Plätze. Aber plötzlich kommt Plätze. Nicht, weil Plätze hier irgendwo festhängt. Komm her, Plätze. Komm, einmal wenden bitte und dann in diese Richtung mit Galopp und Trab und Schwung wollen wir hier entlang reiten. Richtung Süden in das Dorf. Was sich da unten befindet. Oh, ein großer Bär. So ist gut. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, ich glaube, hier wollte ich nicht hin. Was auch immer sich hier rumtreibt. Sieht nicht sehr freundlich aus. Wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Meine Güte. Niederwirr. Da ist das Dörfchen. Gucken wir doch glatt mal, was es hier noch so gibt, oder? Nukular. Hallo, meine Freunde. Schnappe ich mir erstmal die Anschläge hier. Neue Markierung nicht erkundet dort. Monster aus dem Sumpf lesen. Wer des Lesens kundig ist, der lest dies hier gründlich durch, auf das es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das Ding aus dem Sumpf. So, okay. Dann gucke ich mal hier noch, was der Händler so bietet. Ich schätze nämlich mal, Sir Händler, der spielt auch gewinnt, oder? Kaufmann. Ist der tot oder schläft er nur? Irgendwie ist es hier ziemlich leise in dem Dorf. Dorfältester, hallo. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Guck mal, was das Ding aus dem Sumpf. Welches Level das hat. Hexeraufträge ist es dann wahrscheinlich, oder? Auftrag Kreischling, das Ding aus dem Sumpf, Stufe 12. Ja, nee, das lassen wir dann mal lieber noch, ne? Dann kehren wir erstmal zu Dolores zurück jetzt. Aber irgendwie will ich gerne mit dem spielen, ja. Können auch mal gucken. Weltkarte in Alchemie, ob ich hier irgendwie was Neues kann. Das grünes Mutagen kann ich erstellen aus drei kleinen grünen Mutagenen. Das mache ich gerade mal. Sonst noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Achso, meditieren wollte ich. Halt. Meditieren wollte ich. Hoffen, dass dann der Typ wach ist, wenn
Das muss hier bis um 6, bis um 8. Machen wir mal bis um 8. Dang, 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 dang. Dann ist nämlich wieder Tag. Und sieh mal an, der Händler ist auf den Beinen. Ich hatte wieder diesen Traum. Bin durch den Wald gerannt. Irgendwie. Hinter einem. Irgendwo? Hallo, Kaufmann. Du spielst Milch, doch bestimmt Gwind, oder? Frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Was verkaufst du? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oh, Brot und Wasserflaschen. 21, na klar. Ich glaube, ich verkaufe das und 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 das. Mal schlechter. Das zerlege ich vielleicht mal noch. Ich würde noch gucken, ob hier das nicht genügend Geld. 14, naja. Okay. Dann nicht. Wie wäre es mit einer Partie Karten? Das dachte ich mir nämlich, dass der spielt. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwind mit dir spielen. Mal schauen, was der so drauf hat. Ob ich vielleicht mal wieder gewinnen kann nach diesem blöden Spiel das letzte Mal. Oh, der hat Monsterkarten. Das möchte ich gerne austauschen, das war eine gute Wahl. Und dann möchte ich das noch austauschen, das war keine gute Wahl. Klirrende Kälte, oder das. Dann bringe ich doch mal meine Bogenschützen zu Platze her. Der spielt dann nämlich einen Katapult aus. Ah, genau. Da mache ich immer mit. So ein Schiss. Und dann bringe ich den Regen ins Spiel. Bam! Extrem dichten Nebel bringt er jetzt noch mit, ja, okay. Spiele ich ihn hier? Ihn? Oh wei. Tja, was mache ich denn jetzt am dümmsten? Muss ich ja, ne? Und da hat er den Nahkämpfer. Klirrende Kälte noch? Hat er trotzdem mehr Karten auf dem Tisch als ich? Das ist das Doofe daran. Sieben. Unentschieden. Jetzt kommt es darauf an, was ich ziehe. Ach, der bleibt stehen. Boah, klasse. Na, dann war es das sowieso jetzt. Ich habe nichts, was ich ziehen kann, was mir da was bringt. Ach, zwei Karten gibt mir das. Ah ja, okay. Okay, okay. Mein Gegner ist dran. Oh, oh. Erstmal Nebel, dann wird das zwar nur um 1 verringert, aber besser als nix, ne? Strömender Regen. Ach, das war's. Na gut. Dann hat er gewonnen. So ein Mist. Eieieiei. Wieso spiele ich denn nur noch gegen so starke Gwind, Leute? Escape schließen. Milch! Frische Sauermilch! Komm,
Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufe. Aber eine Partie Quint würde ich mit dir spielen. Ja, so sieht's aus. Spiel starten. Gutes Wetter strömt. Interessant, das sieht schon besser aus, ja. Katapult-Leute sollte ich mir aufheben, schätze ich mal. Da fange ich ja mal mit dem Bogenschützen an. Der Fehlgeborene, das kennen wir doch vom Baron, nicht wahr? So, Werwolf zum Zug. Gabelschwanz, interessant. Oh nein. Ach, zum Glück hat er nicht noch mehr von den Scheißviechern. Oh, jetzt kommt zwei Neckar. Naja, klar. Eiseskälte bräuchte ich bei dem, der hat echt viele Nahkämpfer. Das wird mir, glaube ich, noch zum Verhängnis. Oh, jawohl. Passe ich jetzt, oder? Der bleibt stehen, ich werd blöd. Mein Gegner passt. Auch passen, nicht wahr? Dann gewinne ich diese Runde, ziehe noch eine Karte und kann mir dann mein Katapult widerrufen her. Optimal, optimal. Hätte besser gar nicht laufen können. Ziehe ich noch ein Katapult und kann mir gleich noch eins holen. Strömenden Regen. Ich habe dann noch gutes Wetter. Sonnenschein. Den hebe ich mir für den Schluss noch auf. Dann hätte ich gerne meine Ballista wieder. Zack! Hat gepasst. Bis am Zug. Und dann spiele ich meine letzte Karte noch aus. Drang, 21 Punkte. Boom, fertig. Da habe ich gewonnen. Sehr schön. 10 Kronen erhalten und extrem dichter Nebel. Ach, na, leck mich doch. Hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, so ein Müll. So, jetzt gehe ich aber hier Niederwirr. Auch hier drüben geht es ja noch weiter. Ach du Schande. Also dieses Gebiet hier ist echt übertrieben riesig. Meine Güte, wann soll man denn damit fertig werden? Oh. Na gut, okay, erstmal zurück zu Dolores jetzt. Dolores, 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 Dolores. Da ist sie. In Lindenthal. Im Lindenthal ist Dolores zu finden. Ja, wo bist also dieser Weiße? Da ist sie. Oh, was ist das? Befehl des Kommandanten. Achso, das kenne ich ja. Das stimmt. Ich wünsche euch die Pocken. Hallo, Dolores. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Dort ist es jetzt sicher. Und ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe die Leiche deines Bruders gefunden. Er war eingemauert. Und das hier. Roderick. Mein Mann. Hat ihn also getötet. Gütiger Gott. Tut mir leid. Die Wahrheit kann schmerzhaft sein. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.
Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Bumm. 22 und 72 EP und nochmal 45. So viel. Meine Güte. Quest abgeschlossen. Okay, nicht schlecht. So, jetzt wollte ich noch hier gucken. Dass ich das vielleicht austausche dagegen. Trockenfisch. Dagegen. So. So. Und dann sehen wir mal weiter. Das sind die Hauptquests und ich wollte nach Nebenquests gucken. Nicht wahr? Hier haben wir noch einen für 7. Sprich mit dem Jäger namens Nillen. Das Ahnenfest trifft den Waldler um Mitternacht im Steinkreis auf der Reuseninsel. Hexeraufträge habe ich für Stufe 8. Kreischling. Sprich mit dem Auftraggeber. Ich glaube, ich mache erstmal das Ahnenfest hier. Wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Gehen wir mal wieder zur Reuseninsel. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Zur Reuseninsel reisen. ZRR. Zur Reuseninsel reisen. Kann ich direkt nochmal speichern hier, weil da sind noch ein paar Gegner am Start. Die mache ich vielleicht jetzt einfach noch platt, weil ich es kann, oder? Igni! Das sind ja wieder viele Ghule hier. Was wollen die denn alle? Offensichtlich passen die da nicht durch. Ist das doof, wenn... Oh, ist das doof, wenn ich hier das Bild ausnutze? Ah, jetzt kommt er durch, ja. Falsche Richtung. Das war ein bisschen doof. Hier ist ja auch noch eine Truhe. Mann. Böses Gulilein. So, da war er auch hinüber. Diamantstaub und Saft. Okay. Naja. Immerhin etwas drinnen, ne? So. Da sind die Ghule hier auch erledigt. Ich weiß gar nicht, respawnen die oder so? Ich weiß gar nicht, wie das hier ist in dem Spiel. Na gut, wie dem auch sei. Ein Sturm, verdammt. Ja, ein bisschen stürmisch, das stimmt. Ich schätze mal, ich pfeife mal so einen Fisch rein, einfach weil ich es kann. Speichere ich hier nochmal. Nicht, dass jetzt irgendwas Schreckliches passiert beim Ahnenfest. Und dann gucken wir uns das doch mal an, das Ganze her. Hallo Weidmann. Ich komme bald wieder. Mitternacht, okay. Ach Quatsch. Ich wollte doch meditieren bis Mitternacht. So. Meditation. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen.
Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Okay, wir können anfangen. Fang an. Das beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine Pflichtgefahr, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Irgendwie gruselig. Ah, da kommt sie. Okay. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen. Sanft und schwach. Wow. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Wow, 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 wow. Ganz gechillt, ey. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Euch rufen wir, euch rufen wir. Alter. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Was ein Scheiß, ey. Was das? So ein Kack. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen. Wir müssen ihnen helfen. Ruhe. Ich dulde keine Nekromantie. Hilf uns! Lasst sie in Ruhe oder das ist nicht mein Kampf. Der Weidler hat mir geholfen. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Oh nein. Gute Leute, verlasst diesen Ort nicht. Ihr dürft den Kreis nicht brechen. Alles ist still, nirgends mehr Funken. Fick dich doch. Was macht der denn? Oh, fuck. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Mach weiter. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit!
Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Oh, nee. Auf was habe ich mich hier eingelassen, bitteschön? Ach, du Scheiße. Hilf acht mit ihr. Dies ist heiliger Boden. Verschwinde. Hilf acht mit ihr. Dies ist heiliger Boden. Oh Mann, ey, fuck off. Es geht mir manchmal so tierisch auf den Sack. Kack hier. Man kann hier nirgends hin richtig ausweichen, ey. Überall bleibt man an diesen dreckigen Steinen hängen. So eine Scheiße aber auch. Meine Fresse, guckt euch das mal an. Wieder fast tot, nur weil ich dreimal in so einen Stein rein ausgewichen bin. Ach, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Die Erscheinung nannte dich Vater. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. So ein Fuck. Erstmal alles einsammeln hier. Und dann ist die Folge beendet. Aber echt, dieser Platz ist wieder richtig beschissen gewesen zum Kämpfen. Wer hat sich das denn bitte ausgedacht? Meine Güte. Die ganze Zeit hier beim Ausweichen hier an diesen blöden Steinen hier so. Hier irgendwo hängen geblieben. Egal. Ich hab's ja geschafft, auch wenn ich wieder... Na gut, ich habe nur Tränke verbraucht. Die kann ich ja durch Meditation wieder auffüllen. Also das geht schon. Gut, wie dem auch sei. Wir haben es geschafft. Es gab fett EP, 180 Stück. Nicht schlecht. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge weiterhin für den Weideler tun können. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.